So, jetzt müsste es laufen. Du hast mir ganz intensiv eingespielt und mich wissen lassen, dass alles, was in meiner vermuteten Vergangenheit überhaupt einmal passiert ist, wirklich nur mein Traum ist und ich an allem schuld bin, weil ich mir das ja anschaue. Was du dir anschaust, ist immer hier und jetzt deine Information. Ja. Egal, was du denkst, das ist so eine ganz einfache Erkenntnis. Darum wiederhole ich immer wieder das, was ich sage. Wir sind in einer Endzeit. Das wird zwar von vielen Sekten, die ich mir jetzt denke, auch immer wieder gepredigt seit Ewigkeiten. Aber das Prinzip, es wird nicht losgelassen von dem einseitigen Werden und von dem chronologischen Denken. Ja. Und das Geheimnis in der Sprache, dass man zuerst einmal begreifen muss, ich bin Geist. Ja. Aber da muss ich wissen, was Geist ist. Jeder meint, er wüsste, was Geist ist. Geist ist etwas, was nicht existieren kann. Und ich sage immer, was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Mhm. Es gibt ja auch in der Physik die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, aber diese Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Ja. Das heißt, es ist nichts und alles gleichzeitig. Mhm. Das klingt so wirr, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, aber was jetzt hier passiert, diese große Erkenntnis, was bin ich selbst? Und dann sage ich immer wieder, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Um wieder besserem Wissen tappt man immer wieder in die eigene Falle. Darum ist es sehr wichtig, was ich jetzt sage. Es ist erst einmal die Selbstbeobachtung, das weit über diese klassische, ich nenne das mal esoterische oder religiöse Meditation hinausgeht. Mhm. Dass ich, und ich fange mal nochmal an, und dann werden wir ein bisschen in die Worte mit reingehen, was natürlich Grundlagen voraussetzt, das muss man sich aneignen. Man macht Riesenschritte in die Freiheit, das ist ein Befreiungsschlag, dass man vor nichts und niemandem mehr Angst hat. Ja. Das ist der kleine Satz, wo ich sage, was ist das für ein Denker, der von irgendeiner Information von sich selbst Angst hat, obwohl er doch die Ursache für diese Informationen ist. Ja. Natürlich brauchen wir jetzt noch einen gewissen Intellekt, das ist diese Metapher mit dem Computer, mit den Daten, dem Programm und den Bildern. Mhm. Aber selbst wenn wir uns das ausdenken, den Computer, jetzt als das heilige Ganze, den ganz persönlichen Intellekt, den man zum Denken benutzt, als Daten und die Logik, als Programm und die Bilder, die man dann als ständig wechselnde Bilder, als ständig wechselnde Informationen zu sehen bekommt. Jetzt muss aber da wieder einer davor stehen, der sich diese Sachen ausdenkt. Ja. Das ist eigentlich Geist. Und jetzt ist es ganz, ganz elementar in der Selbstbeobachtung, wenn ich merke, wie ich sympathisiere oder ablehne. Und das kann man ganz, ganz einfach sehen. Das Beispiel, wo ich sage, du Geist wirst jetzt mit irgendeiner Diskussion konfrontiert, mit einer Meinung konfrontiert, ob jetzt die geäußert wird von irgendwelchen sinnlich wahrgenommenen Personen, eine Diskussion, oder ob du bloß einen Zeitungsausschnitt hast oder ein Video dir anschaust. Mhm. Beobachte dich selbst, ob du innerlich nickst, Beifall klatscht oder ob dir die Haare zu Berge stehen und sagst, was ist das für ein Scheiß? Und bei Holofeeling geht es jetzt nicht darum, dass du dich entscheiden müsstest, welche dieser zwei oder mehreren Möglichkeiten richtig ist wie die andere, sondern dass dir jetzt erst einmal das Phänomen bewusst wird, dass deine Logik dich zwingt, immer gewisse Aussagen als richtig, als logisch anzusehen und dir widersprechen die Aussagen als falsch oder böse, als Lüge zu definieren. Und ich sage dann immer wieder, dir muss eins klar sein, hättest du das Denksystem derer, die Logik derer, wo die jetzt die Haare zu Berge stehen, wenn die was sagen, dann wäre das für dich vollkommen logisch und das, was für dich jetzt logisch ist, wäre unlogisch. Ja, so ist es. Das ist ein Zustand, den musst du immer, immer ständig präsent haben und das hast du, wenn du ganz wertfrei schaust. Ja. Und ich habe jetzt gerade hergesucht, eine Kleinigkeit, ich tue ich einmal den Bildschirm übertragen. Das ist jetzt eine von vielen Möglichkeiten. Das ist jetzt hier so eine klassische Verschwörungstheoretiker-Seite, würden offiziell normale Mainstream-Gläubige das Ganze nennen. Wenn man sich das jetzt anhört, kommt der Trump super gut weg. Aha. Das heißt, jetzt hier der bekannte Journalist Bernd Schumacher, der über Jahrzehnte die führenden Köpfe der Medienlandschaft persönlich kannte, ist erneut bei Schlank TV zu Gast.
nach dem erfolgreichen letzten Interview mit ihm kommt schon wieder 130.000 Aufrufe, ob war der geheimes Wissen über die US-Wahl. Und wenn man sich jetzt das Video anhört, da müssen wir gar nicht genauer drauf einkommen, wirst du feststellen, er erklärt, wieso so viele Amerikaner für den Trump sind, dass es nach wie vor geht, dass die Medienlandschaft extrem verlogen ist. Das ist jetzt eine Meinung und du kannst jetzt nur schauen, wenn du das jetzt anhörst, lehnst du das von vornherein ab oder sagst du, hey, ist ja irgendwie logisch, was der sagt. Ja. Du wirst immer in einer Seite drin hinken. Kannst du dir ja hersuchen, wenn es dich interessiert. Aber das ist das große Problem dieser Einseitigkeit. Du wirst feststellen, alles, was der Journalist hier erklärt, ist vollkommen logisch. Warum nahezu die Hälfte der Amerikaner so für einen Trump sind. Und dass du extrem manipuliert bist. Ja. Aber du manipulierst dich selber mit dieser Einseitigkeit. Und du wirst jetzt, wenn ich jetzt immer wieder Aussagen mache, selbst meine Aussagen waren immer einseitig gewertet. Ich sage das immer, zuerst wichtig ist die Physiognomie von Menschen, wie innen so außen. Das heißt, da kommt der Trump ja ganz, ganz schlecht weg. Jetzt mache ich als Spiegelbild den Obama. Das ist ein super Typ, der ist super sympathisch, der kommt super toll rüber. Aber gespiegelt, was hier, ich mache jetzt nur so kleine Auszüge, so aus der Erinnerung heraus, was er hier erzählt, was Fakt ist, das ist übrigens so Sache mit den Daniele Ganser, wo ich oft anspringe, der ist ja Friedensforscher, der wurde mal in einem Fernsehinterview, das wird hier auch irgendwo erwähnt, wenn man die Seiten anschaut, wurde der total abgesaut, weil er ganz einfach darauf hinweist, man sagt zwar, der Trump war der schlimmste Präsident, den Amerika jemals hatte, wohlgemerkt der 45. Präsident, 45 ist Adam. Dann. Da hast du schon diese Polarität, was Daniele Ganser, wo der abgesaut wird als Verschwörungstheoretiker. Er sagt, ich bin Historiker und Friedensforscher. Und es sieht definitiv so aus, was Fakt ist, keiner hat so viele Friedensverträge geschlossen wie der Trump. Und in seiner Amtszeit, ich kann jetzt da auch wieder nur Zahlen vom Hörensagen wiedergeben, ich rezitiere jetzt ganz wertfrei, dass er praktisch keinen Krieg angefangen hat und während Trump, seit Trump an der Regierung war, ist nahezu keine Bombe von Amerikanern auf fremde Länder abgeschmissen worden. Die vorhergehenden Präsidenten, auch der mit dem Friedensnobelpreis der Obama, der sagt dann, ich weiß nicht, wie viel pro Minute, wie viele Bomben weltweit von Amerikanern in denen ihre Amtszeit abgeschmissen wurden. Dann ist das Nächste, dass er komplett die Steuern abschaffen will für die Armen. Das sind immer plus, minus und du machst dir einfach zuerst einmal nur bewusst, was ist jetzt da? Ja. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Was ist jetzt da? Das ist jetzt einfach nur ein Bildschirm, den du hast und wenn da nur Schrift drauf ist, mein klassisches Beispiel ist auch, wäre jetzt das in Portugiesisch geschrieben, wahrscheinlich würdest du dann das sofort wegmachen, weil du sagst, das kann ich nicht lesen. Ja. Und in dem Moment, wo du Worte siehst, legst du die Worte aus. Ja. Und du machst dann Informationen in deinen Kopf. Immer dran denken, was ist eine Illusion? Ja, ja. Für dich ist es ein Riesenunterschied, ob du einen Fantasieroman lesen tust oder ob du eine Tageszeitung lesen tust. Ja. Ob du ein Geschichtsbuch lesen tust oder ein Märchenbuch lesen tust. Du machst aus Worten Vorstellungen, bloß sobald deine Logik sagt, das ist jetzt eine Zeitung, ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gesehen, dann ist es für dich da außen. Das musst du dir bewusst machen. Darum sage ich immer wieder, schau in dich rein, was du glaubst. Ja. Wir gehen ja mal ganz einfach jetzt in die Welt der Sprache. Wir machen einfach mal die Trompete. Trump und der Peter. Das ist ja ganz interessant. Trump, da steckt in einem gewissen Maß der Trump schon mit drin. Und wir wissen jetzt, ich mache jetzt ganz einfach, dass du mal, ohne da jetzt jedes Mal reinzuspringen, DRU hast hier mit dem Buff am Ende, der ist die Reihe, die Spiegelwahrnehmung, seine Reihe. Ja. Und weg können wir natürlich von der Zeit, vom augenblicklichen Erscheinungen, Ed ist die Zeit, die augenblickliche Erscheinung oder das E als Vokal rausgeschmissen hast, deine Gestalt gewordene Erscheinung. Und das heißt hier letztendlich Tod. Tod heißt so viele Erscheinungen. Interessant wird das Blechblasinstrument. Pass auf, wir machen ganz einfach mal Konsonant gelesen, BL-Chat. Blech. Dann hast du ein Flackern. Ich sage immer wieder, das, was du siehst, ist erst einmal ein flackerndes Licht. Wenn wir jetzt das B als Vorsilbe lesen, heißt es in Lach. Und Lach, wissen wir,
Die Lebensfrische. Das ist die Frische, die Lebenskraft in der Lebensfrische. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir als nächstes BLA, Polar auseinandergeschmissen, Raumzeit. Ja. Halt. Mal schauen. Das Augenmerk, ich sage schon immer, Augen immer dran denken, heißt Becken. Becken, genau. Wir kommen da gleich, ich habe das hier schon extra gerade vorher gesucht, das gläserne Meer. Ja. Das gläserne Meer symbolisiert ein Waschbecken, das im Himmel gesehen wird. Es steht für festgesetzte und vollendete Heiligkeit. Das sind die zwei Ecken und es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Hände oder Füße waschen. Das schauen wir uns dann genauer nach. Ja. Offenbarung 4,6. Insider wissen, was 4,6 ist. Genau. Augenblickliche Erscheinung sind zwei Facetten. Ja. Genau. Und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer gleich einem Christ. Denkt bei Kristall immer an den Christen, der Christ ist alles. Ja. Und inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen. Das sind unsere vier Grundspiegel in unseren Tetraederspieler. Voller Augen von und hinten. Das sind die zwei Seiten. Das ist die erste Spiegelung, wo wir haben. Das ist Physik. Ich betone immer wieder, das ist Physik. Ja. Aber lass uns das ganz kurz weitermachen. Aufreiben, vernichten und ohne eine Verneinung. Das ist jetzt schon ganz interessant. Aus R, wir wissen, da kann man B draus machen, dann haben wir die Beschwörungskunst, Kunst. Die erweckt ja. Etwas ohne das, was da ist, in einem selbst. Darum ist es nicht. Wir können das rot lesen, dann ist es im Lichtschöpfer, ist das eine polare Lichtschöpfung. Das sind die Welt unserer Gedankenwellen. Rein zufällig übrigens hier. 32. Aber jetzt wird es erst interessant. Wir kriegen jetzt diese Raumzeit, ist in Struhe, sage ich immer, die Astrologie. Streut. Hier ist das Geheimnis, das selbst widerlegt wird, SDR. Ja. Und das ist Mendior. Instrument. Und wir wissen, Mens, denken, Ment, Mendior, ich kann es nicht oft genug zeigen. Lügen verbreiten. Hast etwas überlegen, das Lügen. Kommt vom Mens. Du bist es die Erinnerung, erweckt in deinem Innern. Druckbild, ja. Und es hast dann etwas erdichtetes Farben, sich gegen die Wahrheit versündigen. Und das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig, dass ich immer wieder sage, fang an, nur noch das zu glauben, G-L-A-U-B. Die Wellen sind Beschwörungskunst. Das ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, ist das, was du beschwörst. Ja. Und du solltest nur noch das beschwören, was du ohne Meinheit beschwören kannst. Das heißt definitiv, alles, was du nur vom Hören sagen kennst, gleichgültig, ob du das aus der Zeitung heraus, aus das Internet heraus oder von irgendeiner Person, die in dir sinnlich wahrgenommen auftaucht, die dir was erzählt, dass du diese Worte wieder zur Vorstellung machst. Alles, was du nur vom Hören sagen kennst, kannst du nicht beschwören. Du kannst es zwar beschwören, aber dann beschwörst du diese Sachen, wo da geäußert werden, die du ja wieder interpretierst, schwörst du an Meinheit. Meinheit. Und das ist die Todsünde. Ja. Und du wirst irgendwann einmal akzeptieren, dass 99% von all diese Wissenselemente, die dir bis da oder bis jetzt, bis in diesem Moment, wenn du das verstehst, was ich dir sage, als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen wurden, kann man als Geist nicht einmal überprüfen, wenn man wollte. Ja. Das zählt auch die ganzen Experimente der Naturwissenschaft. Genau. Da haben wir wieder unser Ment. Ex heißt heraustreten, Bariras heißt um mich herum. Ja. Ist das, was ich hier vor mich hinfabel, wo ich mich versündige, wo ich mich selber täusche. Das sind die Experimente der Naturwissenschaft. Das sind logische Konstrukte. Ja. Jetzt können wir mal das Bari. Schauen wir jetzt mal, Bari ist ja eigentlich ein griechisches Wort. Schauen wir mal, was bei Bari passiert, wenn wir das Lateinische uns anschauen. Einfach mal, was da für Wörter entstehen. Sehr interessant. Bari, Agium, heißt die Walze, der Rollbaum. Immer dran denken. Die Gedanken werden, wenn ich es so mache. Ja. Volvere.
Doppelt aufgespanntes All, ein doppelt aufgespanntes Nichts, das ist Gott, wird zu ZE. ZE, können wir ZE setzen? Die Geburt an der Wahrnehmung. Was natürlich interessant ist, wir können ZLF setzen. Und jetzt hast du die Generation in einem Eck. Ja. Der Dreck. DR wissen wir, die Generation. Und das ist Chaos, das ist wie Zeit. Und das hinaus, genau. Hinausstellen. Geh Weg hinaus, hinaus, zieh es hervor. Die Geburt an der Schöpfung. Ja. So. Aber da sind wir noch lange nicht fertig. Das fängt jetzt zum Rollen an. Und dann baust du in dir Gestalten auf, aber immer nur einseitig. Jetzt wird es ganz interessant. Ein sehr unvernünftiger Vater. Das ist eine Geschichte von einem alten lateinischen Buch. Aber das ist der Barry A. Logos. Mhm. A. Logos heißt nicht logisch. Nicht logisch. Der wirkliche Vater ist der Logos selbst. Genau. Der heilige Logos. Und dann kriegst du hier einen Umgang um dich herum, eine Umschließung. Das sind Gall Adiator Kampfes. Gall ist immer die Welle. Das ist ein Kampf, ein ständiges Kommen und Gehen von Sachen. Probierend, versuchend, eine Probe machen, ein Versuch. Denk an die Experimente, nennt man auch Versuche. Das ist eine Versuchung, die ich dir einspiele. Fällst du auf dieses Spiel rein? Mhm. Ist dir gar nicht bewusst, dass alles, was die Wissenschaft, wenn sie die Elektronen oder Photonen zeigen, auf einen Computermonitor glotzen und sagen, das ist ein Photon, das ist ein Stern. Man sollte eigentlich wissen, dass ein Computer, wenn ich vor einem Computer sitze, alles, was auf Computer prinzipiell auftaucht, das dann abhängig ist von dem Programm und den Daten, die ich vorher in den Computer eingegeben habe. So ist. Das ist ein Schwamminhalt. Und ich sage, du bist ein Computer und du hast ein gewisses Wissen in dir, einen Intellekt und mit dem erzeugst du deine Informationen. Sein vollkommen neues Denken und ein vollkommen neues Weltbild. Und es dreht sich alles um dich. Und betone ich immer wieder, ich erkläre es den, der sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch ausdenkt und anhört. Mhm. Dann schau in dich rein, wie weit du meinst, dass du mit dem, was du jetzt wahrnimmst, nichts zu tun hast. Das ist solche einfache Sätze, wo ich sage, wie geistlos ist eigentlich ein Denker, der meint, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun. Mhm. Das ist also das Erste, was dann klar sein muss. Ja. Wir sind immer noch, wir waren nur bei dem Blechblasinstrument. Und darum haben wir dann hier Trumpet. Dann kommst du dann zur Trommel, das kann man jetzt alles hebraisieren, da kann man hin und her springen. Für interessant ist das gläserne Meer, wenn wir uns das jetzt anschauen. Mhm. Das Glas ist ein tiefes Symbol, da ist jetzt das dann mal hier GL, das Gehirnlicht, sag ich. Hebräisch ist es ja die Welle. Ist die Schöpfung von Raumzeit. Mhm. Das ist das, was dann auf dem Meer drauf ist. Wieso symbolisiert es ein Waschbecken? Schauen wir uns nochmal das Wort Waschbecken an. Ja. Wie Asch. Das Feuer. Hast du und das Feuer. Sehen wir sofort. Und, Vorsilbe und, Asch, das Feuer. Ihr könnt jetzt sagen, die Facetten sind euer, da haben wir aber das FE vorne schon stehen. Und das ist ja hier, wenn wir in die Chemie reingehen, ist das Eisen. Wenn ich ein bisschen anders ausspreche, habe ich schon das Eisen. Element 26 übrigens, das Jahwe, JHWH. Mhm. Darum kriegst du dann auch den Gall, immer die Welle. Glut, die Welle ist eine aufgespannte Erscheinung. Mhm. Ja. Als nächstes, in dem Wasch haben wir die Becken. Jetzt pass auf, die Becken, kann man jetzt, wir bleiben aber ganz einfach hier, wir schauen mal, was wir für Möglichkeiten haben. Wir machen mal das Beck als B-A-Kaff. Ja. Jetzt schreiben wir als LF-Beck. CK müssen wir mal los, ein Kaff setzen. Dein Kommen, Gehen, Hineingehen, Einkehren, Einfahren, Einziehen. Wo gehst du eigentlich hinein? Du gehst in deine Traumwelt hinein. Ja. Sobald du dich in so eine Ecke hineindenkst, du weißt immer wieder, wenn ich sage, du hast um dich herum unendlich viele Spiegelungen. Denk an unseren Spiegeltunnel. Ich habe zuerst die normale Spiegelreihe. Mhm. Das ist einmal B-Eck. Ack wissen wir, dass dieses Eck, wo wir reinschauen, eigentlich hier gewiss, GE-Quadrat und sein Wissen. Mhm. Und das ist
Du bist komplett allein, es ist eben. An und für sich war das mit eben jetzt, nur hier eben jetzt, für wahr sicherlich. Du warst dieser Satz, eben jetzt, nur flackerndes Licht, bloß genau gewiss doch eben. Es ist immer nur das da, was du eben jetzt hier in diesem Moment denkst. Ja. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Wir können das Eck natürlich hier auch so schreiben. Und dann beginnt, denk an unser Glasscheibenbeispiel, das ist die Ebene, wo das Glas zum Klirren anfängt. Ja. Das ist dein Augenblick. Wo war man? Das Gläser ist mehr. Ja. Ken wiederum alleine gelesen. Fundament. Das Fundament, F-Unda, die Facette einer Welle, Mendior, die du dir überlegst und Lügen verbreitest. Merkst du, jedes Wort wird für sich in den Kontext, du kommst aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Ja. Und dann kommst du hier, um das nochmal zu zeigen, müssen wir jetzt im Griechischen noch anschauen, dieser Kristall inmitten des Throns, du bist im Zentrum, der Innerste, und um dich herum verstreust du das. Und das kann man jetzt vielfältig, jetzt hast du mal den normalen Spiegeltunnel, dann die vier Spiegel, da mache ich ganz kurz, fällt mir gerade ein, fangen wir hier, schauen wir uns ganz kurz mal hier den Cave nochmal an. Das ist ein innen verspiegelter Spiegel, wo einige Ecken braun sind und andere weiß sind. Und jetzt kriegst du hier schon unseren Tetraeder sichtbar. Ja, ja, ja. Gerne. Ja. Unser, wir können das auch in drei Spiegeln aufbauen. Warte mal einen kleinen Moment. Videos, der hat hier. Der Lothar mal aufgebaut. Das ist natürlich jetzt sehr, das Flackern kommt übrigens von der Kamera. Das war Tetraederspiegel innen verspiegelt, wo er dann mit einer kleinen Kamera in der Ecke reingeleuchtet hat. Und da siehst du jetzt unsere Struktur. Siehst du das, wenn das aufgebaut ist? Ja. Sieht sehr futuristisch aus, ganz simpel. Ja. Ganz simpel, nur vier verspiegelte Spiegel, der Tetraeder aufgebaut mit einer kleinen Ecke, wo man aufschneidet, wie gerade bei dem Bett, und man schaut die Zeit da rein. Ja. Kann man sehr, sehr schwer darstellen. Das Ganze beginnt eigentlich, da ist eine Physik im Hintergrund, ich kann das nochmal ganz kurz laufen lassen. Das ist jetzt das flächig, sage ich, weil wir dann nur hier die Flächen unten spiegeln, und dasselbe, wenn wir jetzt dann die drei machen, bin ich in die letzten Selbstgespräche darauf reingegangen, dass wir die vier Spiegel nehmen, dann kriegst du das Ganze dreidimensional. Ja. So, jetzt können wir das einmal wieder wegmachen. Cave of Mirror, dann fahre ich da mal wieder rein. Und mir geht es jetzt nur, das muss man nicht wissen, das betone ich immer wieder, sondern mir geht es um die Bewusstheit. Dass ich ganz, ganz genau mir zuerst immer bewusst mache, was jetzt da ist. Und du bist allein. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und man plappert immer wieder nach, man plappert immer wieder nach. Einfache Sätze im Holofeeling, ein Prozess, den man über 20 Jahre jetzt bei dir wiederholen muss, bis dann wirklich dann einleuchtet, was hat er mir eigentlich erzählt. Ich gehe nochmal kurz im letzten Selbstgespräch, wo ich jetzt erwähne, als Udo, dass meine Marion seit 17 Jahren im Weißenbrücher Krankenhaus arbeitet, und dann sage ich, da ist nichts los. Das heißt nicht, dass da nichts los ist. Es ist ganz normal, eigentlich weniger wie die letzten 17 Jahre war. Da sind auch ein paar Corona-Kranke. Früher hat man das einfach gesagt, die haben Lungenentzündung. Ja. Oder die haben Grippe. Ja. Ist auch groß überhaupt niemand gestorben, und durch dieses Freihalten ist nichts los. Ich habe erwähnt, in der großen ersten Krise hat es definitiv so ausgesagt, dass die sogar negativ Überstunden machen musste. Das ist eigentlich zum Schmunzeln, dass, wie die Regierung ja gesagt hat, die Krankenschwestern und die, weil die so einen Stress haben, die kriegen dann eine Brotzeit. Die haben die Brotzeit übrigens gekriegt, und im selben Moment mussten sie Zwangsüberstunden machen, weil sie nichts zu tun hatten. Das ist jetzt eine Aussage, und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt nehme ich die letzten zwei Tage der Bildzeit, und ich lese auch in Nürnberg, dass die Überstunden machen im Krematorium. Die müssen jetzt Kühlkammern hersuchen, weil sie die Toten, die Corona-Toten, nicht mehr unterbringen in der Leichenhalle. Das lese ich in der Bildzeitung. Ja, ja. Jetzt ist ein Satz ganz wichtig. Ich sage, egal welche Internetseite du mir zeigst, egal welches Buch,
welchen Film, welches Video. Ich zeige dir 1000 Videos zum selben Thema, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Das So. sind keine Beweise. Nein. Und jetzt kommt die Falle der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich sage jetzt einmal als Reinhardt-Udo, ich kenne aus der Bildzeitung, dass da unendlich viel Corona-Toten gibt. Und ich kenne vom Hörensagen von meiner Frau, dass nichts los ist im Krankenhaus. Ja. Ich muss immer sehr vorsichtig sein, weil ich sage, das kann ich jetzt sagen, weil ansonsten darf die ja nicht reden, was sie schreibt mit den ganzen Operationsbildern. Genau. Aber das ist eine ganz normale Aussage. Das ist für mich genauso vom Hörensagen. Ja. Verwirklichen kannst du in deinem Traum, das heißt auf die Verabrede plus das, was du hörst. Das heißt, würde ich jetzt als Brösel Udo in meinen Traum ins Weißenburger Krankenhaus gehen, würde ich genau das sehen, was meine Frau mir erzählt. Weil ich glaube, dass sie mich nicht anlügt. Mhm. Wenn du jetzt ein Weißenburger bist und die Bildzeitung liest und du glaubst, das, was in der Bildzeitung sitzt, dass die Krankenhäuser so voll sind, dass da so viele Tote gibt und du würdest jetzt das überprüfen, wirst du in deinem Traum ein volles Krankenhaus sehen, wo sie nicht wissen, wohin mit den Corona-Toten. Ja. Weil wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wir machen hier kein Science Fiction. Ja. Und du wirst immer wieder das erleben, was du im tiefsten Innern glaubst. Ja. Und es geht nicht darum, dass man gesund wird. Na. Das Prinzip habe ich erklärt. Du musst wissen, was die Heiligkeit ist. Ja. Und das bist du selbst. Das Unzerstörbare im Hintergrund ist der träumende Geist. Und wieso kann ein träumender Geist nicht zerstört werden? Weil ein absolutes Nichts ist und letztendlich alles, was er sich ausdenkt. Er ist immer nicht denkbar. Ein ausgedachter träumender Geist ist kein träumender Geist. Es ist ein Gedanke eines träumenden Geistes. Ja. Das ist, wie oft wiederhole ich das? Mhm. Und jegliches Art vom Leid, das du Geist rot geschrieben empfindest, ist, weil du das noch nicht verstanden hast. Und immer wieder zieht es dich rein. Und immer wieder wiederholst du dieses Zeug und bist immer wieder verunsichert. Aber wer verunsichert dich? Das Ego. Das Ego. Der zweite. Meine tausend- und abertausendfach erwähnte Geschichte vom Ersten und Zweiten. Ja. Ich bin der Erste, ich erkläre dir Sachen, die du jetzt sofort überprüfen kannst. Mhm. Du sitzt jetzt, wenn du an dich denkst, als Trockennasenaffe bei eigener Definition, das bist du nicht. Ja. Du sitzt jetzt hinter den Augen dieses Schädels, den du dir jetzt denkst, weil ich das Wort Schädel ausgesprochen habe. Wo war jetzt gerade der Schädel und der Körper, wie du dir diesen Kristall angeschaut hast, diesen Würfel? Auf dem Bildschirm natürlich nur. Auf dem Monitor. Der hat nicht existiert. Ja. Das ist das Prinzip, das muss man zuerst einmal verstanden haben. Das ist auch nicht diskutierbar. Und jetzt ist Endzeit. Du hast doch, glaube ich, hast du das nicht reingestellt vom Lichtweltverlag, diese Jesus-Sprüche wieder? Das ist der letzte Lichtweltverdacht vor gestern oder vorgestern. Mhm. Ich sage immer wieder, wenn man diese Internetseite aufmacht, da lässt ja oft Jan von Kassel den Jesus als Medium. Das denken wir uns natürlich jetzt alles aus. Ja, selbst den Jan von Kassel denken wir uns aus. Genau. Mhm. Der, wenn man das verfolgt, seit er seine Internetseite hat, prophezeit er schon immer eine Wende. Eine Wende, übrigens, wie der Trump an die Macht kommt. Es war da voll für Trump. Mittlerweile sagt er, da hat er sich geirrt. Es ist immer noch einseitiges Denken. Mhm. Und die Verwandlung ist ja halt ganz interessant, dass wenn du, wie ich immer wieder sage, unsere 3x3 Wachstumsstufen, ja, wo ich auch sehr, sehr viel darauf eingegangen bin. Du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Genau. Wenn dir jetzt einmal bewusst wird, wird dir klar, dass wenn du in die Schule kommst, ist für dich der Säugling ein Dummkopf. Mhm. Wenn du in der Pubertät bist, ist für dich einer, der in die Schule kommt, ein Dummkopf. Wenn du erwachsen bist, ist für dich ein Pubertierender, ein Dummkopf. Und wenn du ein Greis geworden bist, jetzt als eine Schul-Helene-Programm, als eine Schulrektorin im Ruhestand, die ja mit Sicherheit nicht dumm war in einer Allgemeinbildung, wenn du Lehrerin warst, sogar Schulrektorin warst, wirst du merken, dass das alles Dummwissen ist. Ja. Wenn du ein Greis geworden bist, wirst du feststellen, dass die normalen Erwachsenen Dummköpfe sind. Und wenn du ein Geist geworden bist, schmunzelst du über den Kreis, der du angeblich zu sein geglaubt hast, weil jetzt kommt diese Verwandlung in einen ganz, ganz anderen Bereich. Das war unser Fensterbeispiel, das geht nämlich, es hört nicht auf, es hört nur damit auf, dass du dich mit einem Trockennasenaffen verwechselst. Der Geist bleibt komplett dasselbe. Wenn ich sage, der Leser bleibt dasselbe. Jetzt kommst du ins Bewusstsein, du kannst jetzt in deinem Traum nach wie vor Rollen spielen, so wie jetzt. Bloß mit der absoluten Gewissheit, dass du der Gedanke, den du dann denkst, wenn du an dich denkst, als Rolle
dass du nicht mehr glaubst, dass du dieser Gedanke bist. Ja. Und du wirst merken, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist und nicht von irgendwelchen Vorstellungen. Und das ist gerade mit den Fachleuten. Ich bringe mal ein schönes Beispiel. Und da kann man jetzt auch wieder schauen. Ein Zitat, ich zitiere. Und du wirst jetzt, wenn du schaust, wirst du zwei verschiedene Quellen sehen. Ich zeige dir Seiten, wo behauptet wird, Einstein hat es behauptet. Und ich zeige dir Seiten, wo drin steht, Heisenberg hat es behauptet. Mhm. Wenn du vom Becher der Naturwissenschaften trinkst, dann macht er dich betrunken und treibt dich in den Atheismus. Mhm. War ja alles logisch, mit Experimenten, es wird ja alles bewiesen, angeblich. Mhm. Aber wenn du diesen Becher komplett austrinkst, dann lacht dir am Boden des Bechers wieder Gott entgegen. Und das, was ganz wichtig ist, dass hier die verborgene Harmonie der Dinge, dass Hilfwisserei in einem Fachgebiet total blind macht. Diese wir sind wieder Experimente, haben auch die Experten. Ja. Und jetzt wirst du feststellen, mit ein bisschen an Selbstbewusstsein, in welchem Fachgebiet, wenn du jetzt, wir sagen mal, du bist jetzt irgendein gebildeter Mensch, ein Arzt zum Beispiel, diese Ahnung hast du von der Medizin als Ganzes, und ich rede jetzt von der ganz offiziellen Schulmedizin. Mhm. Du musst in ein Fachgebiet rein. Dasselbe gilt für Physik. Ja. Dasselbe gilt für Programmieren. In welcher Programmiersprache? Was ist dein Spezialgebiet? Und du musst dir eingestehen, selbst wenn du ein hochdotierter Fachmann bist, dass du bloß Auszüge von Auszügen von Auszügen weißt. Von deinem eigenen Fachgebiet. Ja, ja. Mhm. Hilfwisserei hat es nichts zu tun. Das, was ich dir erkläre, hat überhaupt nichts mit intellektuellem Wissen zu tun, nur am Rande, sondern zuerst einmal mit der Erkenntnis, was bin ich selbst. Mhm. Und es mischt sich halt immer so massiv dieses unbewusste chronologische raumzeitliche Denken. Darum ist es das Allerwichtigste, sich zuerst einmal bewusst zu machen, das ist jetzt da. Mhm. Da muss ich mir eingestehen, ich sehe laufend Sachen, die ich überhaupt nicht sehe. Ja. Und dann ist man allein und das macht wieder Angst. Wer macht Angst? Das Ego. Ja. Das ist der Preis, den du zu bezahlen hast, und wir sind da so oft darauf eingegangen, du verlierst ja nichts. Ja. Wie definierst du, wenn du was verlierst? Dass es dir nicht mehr gehört? Ist doch Fakt, ist egal, an was du jetzt denkst, was du angeblich verloren hast, ist in dem Moment eine Information von dir, und die wird es ohne dich nicht geben. Ja. Und wenn du nicht an die Dinge denkst, bist du eins damit. Genau, so ist es. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel da sitzt, du, meine ich jetzt ganz, ganz gezielt, spreche ich einmal dich Geist an, wenn in dir das Helene-Programm läuft, dann ist immer nur du und deine Information. Ja. Da existiert weder eine Helene, wenn du nicht an die Helene denkst, und auch kein Doni, dann sei die eins. Ja. Du bist im Meer mit allem eins, bis auf das, was du dir ausdenkst. Ist doch ganz simpel, ist sofort überprüfbar. Ja. Da kommt mal wieder spontan meine rote Rose ins Sinn. Ja. Und da merkst du schon die großen Fallen der Naturwissenschaft. Und jeder, der sich dagegen wehrt, ist das dann mal jemand, den wir uns jetzt ausdenken, der kann das sowieso nicht verstehen. Darum ist, ich komme so weit entgegen, wenn einer sich gegen die Ohrenbarungen wehrt, wenn das schon in ihm auftaucht. Vor ihm ist eine Riesenwelt von Qual und von Leid, und zwar so lange, bis er anfängt, dieses Geschenk anzunehmen, das nichts kostet, absolut überhaupt nichts kostet. Ja. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist das Einzige, was dich das kostet. Genau. Ja, ja. Sich bewusst machen, in was für ein einseitigen Wertesystem, in was für einer Rechthaberei hänge ich eigentlich drin. Diese Tausenden von kleinen, ich nenne es einmal Udo-Sprüche, wenn ich immer sage, jeder Rechthaber hat kein Recht, sonst wird er es nicht haben wollen. Ja. Du musst das dann mal wieder begreifen, dass jeder für sich, egal was er äußert, dann doch wieder Recht hat. Mhm. Aber noch kein vollkommenes Recht, weil er immer die anderen Richtungen, die anderen Vorstellungen von richtig komplett ignoriert werden. Ja, ja. Jede Vorstellung von richtig ist richtig. Es ist eine Richtung, wo du schaust. Es ist eine Perspektive und dazu gehört eine Kehrseite. Genau. Das führt uns dann immer in die vier Seiten. Ist jetzt der Trump der Gute oder der Obama mit dem Friedensnobelpreis ein Gute? Und wenn du in eine offiziellen, jetzt immer, du kannst ja nur alles, was über deinen persönlichen Hier- und Jetzt-Horizont hinausgeht, kannst du dir ja nur aus Medien und Basieren holen. Ja. Und da muss dir klar sein,
wenn du mit gewissen Seiten, nenne ich es jetzt einfach einmal, sympathisierst, immer daran denken, was Sympathie heißt, dann leidest du an dieser Einseitigkeit. Ja. Das ist die Ursache von Leid, ist Einseitigkeit. Es ist immer unvollkommen. Du leidest sogar an Einseitigkeit, wenn du jetzt ganz bewusst sagst, Mensch, fühle ich mich gut, ich bin jetzt gesund. Mhm. Weil von der Welle fällt dir die Krankheit. Ja. Die Heiligkeit ist was ganz was anderes. Darum sage ich immer wieder, Menschen wollen gesund sein, werden sie schon heilig sein. Mhm. Was er ja eigentlich ist als Geist. Mhm. Und das er eben vergessen hat, weil er nur gesund sein will, weil er nur Frieden haben will. Und ich habe bei den Richtern immer gesagt, ein Richter, richtig und verkehrt, gut und böse, Kategorie 2 Fragen sind absolut leiderzeugend, indem der permanent bestrebt ist, von zwei oder mehreren Möglichkeiten bloß eine alleinzige als Richtung anzusehende Selbstentheiligung. Das ist das, was ich mit Holofeeling lehre. Und wir haben diese schönen Spiegelungen, der Trump in der Physiognomie, ein ganz unsympathischer, schlimmer Genosse, der, wenn du dir das Video, wo ich gerade gezeigt habe, wenn du dir das anhörst, wirst du plötzlich eine andere Perspektive sehen. Mhm. Man sollte sich wirklich einmal Gedanken machen, ich habe in einem der Selbstgespräche bewusst einseitig ausgesprochen, was sind das für Fanatiker, was sind das für Amerikaner, die so eine miese Type vergöttern. Mhm. Das ist wieder eine einseitige Aussage. Habe ich ganz, ganz bewusst gemacht. Da wird erklärt, wieso der von fast der Hälfte der Amerikaner, man muss sich immer noch klar machen, dass die Wahl, auch wenn jetzt der Biden angeblich gewonnen, ich sage absichtlich jetzt angeblich gewonnen hat, wer bestimmt letztendlich das? Ich. Wer, der sich's ausdenkt. Ja. Würdest du andere Logik haben, sagst, das ist durch Betrug, er hat gar nicht gewonnen, obwohl er an die Macht kommt. Nee. Dann sage ich, ein Richter hat nur zwei Möglichkeiten in deiner Welt. Er kann jemanden freisprechen oder er kann ihn schuldig sprechen. Nee. Und dann brauchen wir die anderen zwei dazu, dass viele, die schuldig gesprochen wurden, fällt mir gerade ein beim Trump, er hat ja jetzt die meisten Todesurteile verstrecken lassen von vielen, die hier schon seit 15 Jahren oder was im Gefängnis sitzen, in der Todeszelle, aber immer aufgeschoben, hat er hier ganz, ganz viele Todesurteile, habe ich aus der Zeitung heraus aussprechen lassen. Die Zeitung berichtet all das, was die Zeitungen und die Medien berichten, ist gegen Trump. Mhm. Was die Verschwörungstheoretiker jetzt hier, Schrank.tv, diese Aussagen, die zeigen dann, wieso ist dann fast die Hälfte der Amerikaner nahezu die Hälfte solche Trump-Fans. Dann sehe ich dann natürlich immer die sogenannten Evangelikalen, diese christlichen Fanatiker, wieso sind die alle, das ist alles Wahnsinn. Sind Wahnsinnige, du lebst ja in einer Welt von Wahnsinnigen. Ja. Die Figuren, die Antagonisten in deinem Traum sind vollkommen geistlose, nachäffende Zombies. Mhm. Und jetzt kommt das, was du irgendwann einmal akzeptieren musst, das sind immer noch Spiegelbilder deines eigenen Charakters. Mhm. Ich sage, wenn dir das nicht auffällt, dass ich selbst als der, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, eigentlich die Quelle dafür bin, dass sich extrem viel für dich hochspiegelt. Mhm. Es tut extrem weh. Die eigene Verlogenheit erkennen. Mhm. Ein einfaches Beispiel, du bist ja bloß ein dummer Affe. Sag das jetzt in deiner Bröselwelt zu irgendjemandem, wie er darauf reagiert, wenn du das mit einem ernsten Gesicht sagst. Mhm. Da merkst du die Schizophrenie, das gespaltene Bewusstsein. Beleidigt sein, wenn mich einer einen Affen nennt, aber im tiefsten Innern glauben, dass ich ein bei naturwissenschaftlicher Definition ein Affe bin und mit aller Gewalt versucht, diesen Affenkörper möglichst lang am Leben zu halten. Ja. Das sind die ganzen Corona-Befürworter. Mhm. Denn hier geht es nur um ihren scheiß Dreckskörper. Ja. Dann haben wir hier die ganze, hier die große Falle der angeblichen Demokratie, der freien Meinungsäußerung. Du darfst die Meinung äußern, bloß nicht die Meinung, die gegen demokratische Prinzipien entspricht. Das ist Diskriminieren. Mir fällt jetzt gerade wieder, Deutschland sucht den Superstar, die Einblendung mit dem Wendler, wo sie jetzt komplett ausgelöscht haben. Und RTL sagt dann noch, wir sind vollkommen gegen irgendwelchen Rassismus und Menschen zu denunzieren. Was machen dann die offiziellen Medien gegenüber den Querdenkern? Es ist eine reine Denunzierung von allen, die nicht diese Meinung vertreten. Das sind dann verrückte Aluhutträger. Ich sage, egal um welchen Bereich es geht, 98% Corona-Krise zum Beispiel,
98% der seriösen Wissenschaftler, weil dann, das ist ein Satz, der ist so oft in den Medien wiederholt worden, 98% der seriösen Wissenschaftler. Wenn du recherchierst, ist jeder, der nicht diese Meinung vertritt, und Trump wollte das Medienmonopol stützen. In seiner Art. Ganz schlichtweg und einfach. Er hat immer gegen das angekämpft, darum sind die Medien schlichtweg gegen ihn. Aber ich mache jetzt ein vollkommen wertfreies Spiel von Meinungen, von Perspektiven. Und die Seriösen, jeder, der nicht diese Meinung vertritt, ist ein unseriöser Wissenschaftler. Und dir muss klar sein, das gilt auch für die deutschen Politiker. Wärst du jetzt ein deutscher Politiker, hast du das nächste große Problem. Die sind genauso manipuliert, jetzt innerhalb des Systems, weil die genauso nur mit Zahlen arbeiten, die sie kriegen. Die beschwören Sachen. Die glauben, du hast verschiedene Quellen und du benutzt nur eine, wo du sagst, die ist richtig, weil sie dir logisch erscheint. Die sitzen natürlich zwischen den Stühlen, denk an die Ecke, wo ich gesagt habe. Da ist immer ein Punkt, ein Bestimmer und ein Bestimmter vor dir und hinter dir in einer Kette und das ist immer eine kybernetische Schleife. Die sind auf der anderen Seite abhängig von dem Willen. Dir sollte ganz klipp und klar sein, dass ein Politiker einzig und allein darum geht, dass er seine Macht behält, dass er die nicht verliert. Er wird immer nach dem Mund seiner Wähler reden. Die Wähler wiederum werden immer nach dem Mund der Masse in Medien denken. Ich habe das angesprochen in der Bildzeitung. Musterbeispiel jetzt für ein Massenmedium. Wir sind ja, wir veröffentlichen die Leserbriefe auf der ersten Seite. Und das sind 2-3 Leserbriefe, wo genau die Leser genau das sagen, was sie vorher in der Bildzeitung gelesen haben. Sag mir, was du liest und ich sag dir, was du glaubst. Sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst und ich sag dir, was du glaubst. Aber du wirst feststellen, dieser Glaube bekämpft Feindbilder. Die Rechten genauso wie die Linken. Allen voran dann die ganzen Christen. Obwohl das oberste Gebot ist, liebe deine Feinde. Da bin ich lang und breit drauf eingegangen. Und jetzt hörst du Holofeeling und jetzt beobachte dich doch wirklich einmal jeden Moment in deinem klassischen Alltag, wie viele Feindbilder da noch in dir drin sind. Und das sollst du nicht einmal abstellen, weil wenn du diesen Zustand als Feind definierst, hast du schon wieder ein Feindbild. Dann wird dir irgendwann einmal bewusst, ich will ja bloß der Gute sein. Wer will schon nicht sein? Die Grundvoraussetzung, dass du alles bist. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du Holofeeling zu verstehen beginnst. Nicht nur zu begreifen, sondern zu verstehen beginnst. Dass du die Sinnlosigkeit erkennst, irgendeinen Gedanken von dir was erklären zu wollen. Egal auf welche Art und Weise du das magst. Obwohl du jetzt gleichgültig, ob du jetzt in deinem Traum dich personifiziert mit einem Gegenüber erlebst, den du was erklären willst, das funktioniert nicht. Du kannst einer Existenz, egal ob du das jetzt Mensch nennst oder Person nennst, nicht erklären, dass hier was Existierendes ist. Du kannst es nur Geist erklären und Geist kann nicht als Ding an sich nicht existieren. Das ist ja unser DIN, die Norm, DIN G, das Ding an sich. Das sind viele, viele Kleinigkeiten. Und man kriegt einen Riesenfrieden, wenn man das versteht. Man wird nur mal müde, das zu erklären, wenn ich mir jetzt den Udo ausdenke. Aber ich erkläre es wirklich bloß Leuten, die es hören wollen. Und ich reiße mich überhaupt nicht dran. Ich werde nur mal müde davon zu erzählen, aber nur, wenn es einen interessiert. Wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist wieder ganz mir vollkommen klar, dass die Figuren das sowieso nicht verstehen. Aber da ist ja einer, der uns ausdenkt. Jetzt zum Beispiel, wer denkt sich jetzt den Udo und die Helene aus? Und wenn man da wirklich einmal erkennt, dass ich so oft darauf hinweise, wo der Unterschied ist, intuitiv, wenn ich anfange, ich bin du, den ersten Band zu lesen, und ich sage mal, die ersten 8 Bände sind ja wirklich nur neugierig machen, prophetische Schriften. Richtig intensiv wird es, wenn man dann in die höherwertigen Schriften reingeht. Holoarithmetik, Hologrammatik hat übrigens nichts mit einem ausgedachten Israel zu tun. Dieses System der Zeichen. Es kommt mehr aus der Zukunft wie aus der Vergangenheit. Aber das sind jetzt schon wieder Sachen, es kommt eigentlich aus der Mitte. Aus der Mitte. Aus dem Innersten. Dass man hier mal die nur, ich sage immer, wenn man nicht nur die Datei hat, sondern mal eine ausgedruckte Version hat von der Hologrammatik oder vom Farbenspiel und man fährt nur mit dem Finger mal drüber, kriegt man einen Farbenrausch und sagt, das versteht doch kein Mensch. Und jeder, der sich ein bisschen auseinandergesetzt hat, damit der schmunzelt bloß wissen. Es ist wirkliche Weisheit, es ist göttliche Weisheit. Weit hinausgehend über das, was du an Bibel oder Koran kriegst, die Schriften sind immer richtig, betone ich immer wieder. Es ist die einseitige Auslegung. Dieser Zwang aus Worten
nur eine einseitige Vorstellung zu machen. Ja. Mein Krebsbeispiel. Das Wort alleine isoliert betrachtet ist nicht sagend. Ja. Ich muss da zuerst einmal aus dem Wort Krebs eine Vorstellung machen. Und dann sage ich, was denkst du als erstes? Dasselbe gilt auch für das Wort, wenn ich jetzt Toni sage. Ich kann mir jetzt dich ausdenken mit einem anderen Intellekt und dann wird das Wort Toni zwar auch höchstwahrscheinlich dich an einen Menschen, an einen männlichen Menschen denken lassen, aber an einen ganz anderen. Weißt du, wie viele Tonis das es gibt? Du meinst, der Toni ist der einzige Toni, der wichtig war. Der ist jetzt wie ich. Dick. Wie ich. Im Geist. Ein hartnäckiger Zeck war das. Du weißt, um das Video zu sagen, wie Toni, bei mir klingelt das Telefon, ich mache eine raumzeitliche Geschichte und dann ist so Toni Kienberger aus Österreich dran und dann so, ja, was ist denn los? Ja, er hat Ich bin du gelesen. Dann war er gerade bei Ich bin du lesen. Mitten in der Hälfte hat er schon recherchiert, wo es mich gibt, weil er das total angesprochen hat und mich angerufen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du liest jetzt das Ich bin du und wenn du fertig bist, fängst du nochmal von vorne an und dann liest du es nochmal. Und wenn dann immer noch Interesse hast, dann kannst du mich anrufen. Und da hat es ja noch nicht viel gegeben. War ja ziemlich am Anfang. Die anderen Schriften waren ja alle noch im Verborgenen in ihm drin. Ja. Die Neugier, die Verwandlung, das, was man lebt. Jedes Leben ist ein ganz persönliches Leben. Es ist aber immer derselbe Geist, der träumt. Das ist das JCH vom Bücherregal, der zum Träumen erst anfängt mit einem blauen Ich, mit einem Programm, mit einer Struktur. Und da gibt es unendlich viel. Man muss ein Gefühl kriegen, versucht ihr unendlich nicht vorzustellen, weil unendlich ist nichts. Und so nichts und alles. Das ist die Energie Quadrat. Ja, ja. Und dann lass dich einfach überraschen, du musst nichts tun, deine Rolle weiterspielen, im inneren Frieden bleiben, mit dem jeden Moment mit der absoluten Bewusstsein, was bin ich und was ist meine Information. Und dann, was du meinst, das ist ein Kommen und Gehen. Und dann sind halt die Phasen, die sich ständig wiederholen. Die wiederholen sich mit einer unvorstellbaren Hartnäckigkeit. Ja. Das ist dieses Ich will und ich will nicht, die Alltäglichkeit. Und schon das nicht zu wollen, wann kommt endlich was Neues, ist die Ursache, dass sich dasselbe immer wieder wiederholt. Weil das Neue, das du dir jetzt wünschst, jetzt kommt wieder der Satz, alles, was du dir wünschst, was du jetzt denkst, und wenn du das bloß das Neue nennst, ist der Glaube, dass das noch nicht ist. Und verwirklichen tut sich dein Glaube. Ich will ja gesund sein. Alles schön. Gleichzeitig. Darum bist du krank. Ja. Es ist simpel, man muss zuhören, das muss man wirklich immer wieder wiederholen. Hast du dich jetzt, ich mache jetzt ein Zeitfenster auf, seit diese Aufnahme läuft, dich gesund oder krank gefühlt? Es hängt jetzt erst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst, dein Programm, aber ich garantiere dir, ich sage jetzt, ich denke mir jetzt die große Masse der Programme der blauen Ichs, die immer in denselben Geist laufen, der Körper hat gar nicht existiert, wenn du aufmerksam bist. Und das spiegelt sich dann hoch. Dann sage ich jetzt nochmal, der Trump und der Obama jetzt, als ein extrem sympathischer vom Auftreten her, ein ganz toller Typ, im Hintergrund, mehr Bomben abgeschmissen. Die ersten 3 Monate in seiner Regentschaft hat der mehr Bomben abgeschmissen wie die ganzen Präsidenten vorher. Etliche, also die 3, 4 Stufen vor ihm, bis zum Ersten Weltkrieg. Der hat den Friedensnobelpreis gekriegt und der überhaupt keine Bombe abgeschmissen hat, das ist der personifizierte Satan. Hat übrigens auch kein Präsident mit einzelnen Ländern so viele Friedensverträge geschlossen wie der Trump in seiner Amtszeit. Von der Physiognomie ist der ganz fies. Merkst du, jetzt spiegelt sich irgendein ganz eigenartiger Widerspruch. Total, ja. Da muss man jetzt alles, was sich widerspricht, zu wissen, alles, was gut ist, ist auch schlecht und alles, was schlecht ist, ist gut. Gilt übrigens auch für den Brösel Udo, wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja der wiedergeborene Christus, das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich sage einfach nur, ich bin jetzt der Gedanke, den du dir denkst. Genau. Und wenn du jetzt den Udo als den Guten definierst, muss dir klar sein, ich werde dich und deine Welt vernichten. Und es ist nicht ganz schlecht, wenn du vorher dir bewusst wird, was du bist. Genau. Sonst gehst du mit kaputt. Unzerstörbar. Es ist Sodom und Gomorra. Alles wiederholt sich, es gibt im Predigerlesen, sage ich so oft, den Kohle, das gibt nichts Neues in deiner Welt. Ja. Und jeder, der den Udo mal besucht hat, wenn ich dann ein bisschen in meine Archive gehe, wo ich zeige, wo ich diese zu allen Zeiten, in allen Religionen steht im Prinzip mit dieser Vordersprache dasselbe drin, dieses Grundprinzip. Ja. Das ist auch nicht diskutierbar. Ja.
Darum sage ich, was willst du von jemandem erwarten, der ein Leben lang nicht einmal weiß, was 100% sicher bedeutet? Die nicht einmal wissen, die hochgebildeten Menschen keinen Unterschied machen zwischen einem Menschen und einem vergänglichen Körper. Das ist im ersten Moment so ein ungewohntes Denken. Das ist vollkommen neu. Und deine Freiheit hängt nicht ab, ob irgendwelche, die du dir jetzt denkst, das glauben oder nicht glauben. Aber da ist eben der eigene Mangel an Selbstbewusstsein, ich lasse jetzt mal das Selbstbewusstsein ganz abstrakt stehen, weil man immer noch meint, ich brauche Bestätigung von irgendeinem Gedanken von mir, von irgendeinem anderen Menschen, dass ich auf eine Nummer sicher gehe, ob es dann auch wirklich stimmt, weil ich mir nicht sicher bin. Ich bin der Erste. Und ich sage, die Elementaraussagen, die ich tätige, kann jeder 13-Jährige ohne Intellekt hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Punkt. Ja. Wo waren jetzt die ganze Zeit, schnipp deine zwei Ohren? Deine meine ich jetzt in Bezug auf deinen Trockennasen auf dem Körper. Wo waren deine Augen? Die haben nicht existiert. Ja. Und mit was hast du dir dann jetzt den Bildschirm angeschaut und mit was hast du die Stimme gehört? Geist. Der tiefe Glaube, dass das Zeug und das Gehirn und der Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das als hundertprozentig sicher zu betrachten, ist die vollkommene Entgeistigung und Geistlosigkeit aller normalen Menschen. Du weißt, wie oft ich das erzählt habe, und man muss es immer wieder wiederholen, weil in deinem normalen Alltagsbewusstsein, eigentlich Alltagsunbewusstsein, ist das immer weg. Und du wirst jetzt peu à peu merken, dass das immer intensiver, dieser Punkt, wo du dich dann wieder erinnerst, was ist jetzt eigentlich da? Mhm. Wenn du in Medien gehst, egal ob das jetzt der Monitor ist oder Zeitung ist, dann siehst du zuerst einmal einen Fetzen Papier oder den Monitor. Wir sagen jetzt einfach mal, da sind Schriftzeichen drauf. Und immer dran denken, wäre jetzt das in einer Sprache geschrieben, die ich nicht lesen kann, würde ich das sofort wegmachen, weil es mich langweilt. Mhm. Jetzt gehe ich auf die Schriftzeichen ein und ich habe ganz einseitige Auslegung von dieser Schriftzeichen. Und dann entstehen in dem Moment, wo ich Worte draus mache, entstehen in meinem Kopf Vorstellungen. Das passiert, das kann ich vollkommen passiv beobachten, wenn ich mich beobachte. Und was ich aus den Worten mache, ich sage immer, du kannst nur aus den Worten herauslesen, was du zuerst einmal selber mit einem momentanen extrem fehlerhaften Intellekt, einseitigen Intellekt hineininterpretierst. Und dann wird dir der Wahn bewusst, mit was für einer Arroganz du deine einseitigen Interpretationen als die einzig richtigen angesehen hast. Und an denselben Wahn leiden jetzt all die, wo du sagst, die haben ja keine Ahnung. Wie kann man das bloß glauben? Das sagt nämlich der andere zu dir auch mit seiner Logik. Genau. Weil du genauso in einem gespiegelten Wesen, genauso als Wahnsinniger dann rüberkommst, wenn deine Aussagen denen seiner Logik widersprechen. Das ist das Kernthema für Holofeeling. Und wenn das wirklich einmal durch ist, dass man den Frieden findet in sich, dass ich eine absolut hundertprozentige Gewissheit bekomme, dass mir selbst das nichts anhat, anhaben kann. Dass ich immer bin, egal welche Gedankenwellen in mir auftauchen, das an mir nichts verändert, dass ich der Leser eines Lebensromans bin und egal was da beschrieben wird, selbst meine eigene Folgerung, wenn ich zum Beispiel das Neue Testament, die Folterung Jesus Christus lese. Du bist dieser JCH vom Bücherregal, der jetzt die Rolle des Jesus spielt, wenn du diesen Roman lesen musst und dich mit der Hauptrolle verwechselst, mit dem Protagonisten. Dass ich als Leser das gar nicht spüre, das sind nur Vorstellungen in meinem Kopf. Ich habe jetzt einen Bogen zu deinen ersten Aussagen. Ich habe das Selbstgespräch begonnen. Du liest halt jetzt den Roman von der Helene oder den Roman von dem, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist ein Produkt dieses Programms, deine Schwamminhalts. Wir machen kein Science Fiction, ich kann es nicht oft genug sagen. Und sobald du den Punkt erkannt hast, wird alles an Religion und Esoterik einfach nur noch lächerlich. Du lächelst drüber, das ist das Lachen des Buddhas. Das ist es. Genau. Ja. Ganz tief. Jetzt wirst du die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Alle Menschen müssen sterben, bis auf einen. Den rotgestimmten Menschen, den Adam, der sich diese Trockennasenaffen, die Medim, ausdenkt. Ja. Inosch. Auch aus der Sache, wo sind die großen Theologen deiner Welt? Wo sind die großen Theologen deiner Welt, die Theologie studieren? Wo sind die Hebräer als Ding an sich?
die ich mir jetzt ausdenke, sind ja nur Gedanken. Die werden immer so sein, wie ich sie mir denke. Ich denke die mir als Gescheite oder ich denke die mir als Dumme. Und ich muss jetzt nochmal trotzdem den Bildschirm übertragen, dass du weißt, wie oft ich das schon gezeigt habe, dass man zuerst einmal hier MT. Mhm. Da wissen wir zuerst einmal rot gelesen, ist das Meer, das immer ist, das immer absolut Daseinende. Ja. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Atbaschwert. AI, Schöpfergott. Ja. Mhm. Genau. Okay? Ja. Blau gelesen, die Gestalt worden, Gestalt geworden ist Wasser, eine Erscheinung, das sind die Gedankenwelt. Mhm. Leichnam, das ist natürlich Mann, muss ich jetzt, Gestalt gewordene Schöpfung sind zwei in Ende. Das ist ein ausgedachter Mann, die ausgedachten Männer. Mhm. Das ist ein Toter, TOT, so viele, die in dir erweckt werden. Genau. Mhm. Und da machen wir jetzt diese gestaltgewordenen Erscheinungen, beziehungsweise blau gelesen, die Toten des Meeres. Ja. Das sind Gedankenwellen. Die Leute ist das hebräische Wort für Leute und Menschen. Mhm. Die sind Sterbende, die tot sein. Tot sein, die Leute, Menschen, Personen. Ja, ja. Die ausgedachten Männer sind keine Männer. Mhm. So, jetzt machen wir das hebräische Wort für Menschen in Bezug auf Trockennasen offen. Das wissen wir ja. Ada. Ist Enosch. Ach, Enosch. Kann man das Waff rausschmeißen, können wir uns anschauen. Das ist jetzt Menschheitslehre, Mensch, Menschen, Menschenart, die Vermenschlichung göttlichen Geistes. Mm. Wieso heißt dieses Wort Mensch blau gelesen auf ausgedachte Trockennasenaffen? Gefährlich, weil das das wildeste und das gefährlichste Tier ist, das zurzeit in der ausgedachten Erdkugel lebt. Kein Tier, keine Rasse hat so viel die heilige Schöpfung zerstört wie diese Menschen. Bis zum heutigen Tag. Und die sind ohne Heil, die sind hoffnungslos, tödlich, unheilbar, mhm. verzweifelt. Eine unheilbare Krankheit heißt, Trockennasenaffe zu sein und sich selber dann ein vernunftbegabtes Wesen zu nennen. Ja. Das ist das hebräische Wort für Mensch. Ja. In Bezug auf Trockennasenaffen. Kränkeln. Sobald du einem Geist eine menschliche Eigenschaft zuschreibst, beginnt er an zu schwächeln. Und du fängst an, dich zu vermenschlichen, heißt eigentlich zu veraffen. Veraffen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ihnen gegenüber steht aber der Adam. Da. Jetzt ist er da. Das, wenn ich sage, rot geschrieben. Ja. Rot geschrieben. Genau. Das Erdboden ist nicht ganz korrekt, das ist Adama. Adama. Mhm. Da müssen wir, das ist in Wörterbüchern, wird das dann immer übertragen. Da müssen wir jetzt dann ein Haar hinten dran machen und dann hast mhm. du eigentlich die Erde. Und jetzt müssen wir dann schon wieder an, was denkst du, das ist der Erdboden, man nennt es auch den Ackerboden. Jetzt haben wir schon wieder unser Eck. Eck, genau. Ein Eck mhm. wird erweckt. Ja. Das heißt in ihm, Bo. Ja. In ihm. Den. Ist DN. Eine geöffnete Existenz. Mhm. Ein Richten, ein Urteilen, aber bloß einseitig. Ja. Extrem ein. Merkst du nur diese Wörter? Das ist eigentlich hier dieses Spiel, da steht alles drin. Du brauchst, ja. wenn du Holofeeling verstehst, das ist ein Riesengeschenk, ist jetzt dies. Das ist übrigens da nicht irgendwie wild, das sind zwar aus den Ohren Bohrungen, dann Erklärungen dazu. Das ist, sage ich immer wieder, ganz normal Wörterbücher. Gerne. Findest du im Langenscheid, findest du in Wörterbüchern und das da unten sogar, das ist dann aus unseren Dennach von den jüdischen, was, wie man das auch noch übersetzt wird von jüdischen mhm. Schriftgelehrten. Mhm. Aber was ja natürlich diese Ivris, was sie nicht wissen, machen wir nochmal. Dieses Eber, das sind mhm. Embryen in der Matrix. Das Embryo in der Matrix, das heißt Eber, ist ja. eine Seite, die haben nur eine Seite, immer dran denken, aus den Adern wird eine Rippe entnommen, eine Seite haben wir vor ihm hingestellt, die Zelle, mhm. der Schattenaugenblick. Den denkt man sich dann zum Beispiel auch in die Vergangenheit und das Ivri, mhm. das ist jetzt das hebräische Wort für Hebräisch oder für Hebräer und dann gibt es ja angeblich, gehen die dann irgendwann einmal hinüber, die Frage ist bloß, gehen die von innen nach außen oder von außen wieder nach innen? Mhm. Ja. Gut? Ja. Gut. Du hast dann immer wieder unsere Spiegelungen. Siehst du das Chat in der Mitte?
Das ist jetzt praktisch, hier könnte ich sagen, das ist der Einheitskreis. Mhm. Kollektion, 2 oben, plus, 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 minus 2 unten. Minus, plus, das, wo 4 sind, sind dann 8, sind 16. Darum haben wir den Hauptspiegel in der Mitte und hüben ist was aufgespannt und drüben ist was aufgespannt. Ja, genau. Mhm. Da kriegt man irgendwann einmal ein Gefühl, aber das ist eine ganz, ganz komplexe Struktur, die dann ein jetziges Vorstellungsvermögen übersteigt. Das ist jetzt erst einmal der Hebräer, das Hebräische. Aber was ich dann immer wieder sage, wenn ich jetzt ein N hinten dran hänge, das heißt ja für existierend, dann kriegst du die Gesetzesverletzer. Das sind ja eigentlich die Ausgedachten, sind immer unschuldig. Mhm. Die werden immer so sein, wie du sie dir ausdenkst. Ja. Aber erwarte nicht, dass irgendeiner, der sich jetzt zuordnet, dass er sagt, ich bin blau gelesen Deutscher oder Türke, diese Nationen in dir. Es sind vergängliche Erscheinungen, das ist was Existierendes. Ich rede mit dem, der immer ist, zu dem ich sage, ich bin du. Mhm. Das ist der feine Unterschied. Ich rufe nochmal ins Gedächtnis der Anfang nach der Vorseite, in ich bin du. Wie beginnt es eigentlich? Du hast jetzt ein Buch in der Hand. Während du diese Schriftzeichen anschaust, beginnt in dir einer zu sprechen. Das liest du, da ist nur das Buch, das kannst du sofort überprüfen, hundertprozentig sicher. Und während du diese Schriftzeichen ansagst, spricht in dir einer. Und dann sprichst du plötzlich, weil das da steht in Worten, kommt dir die Stimme bekannt vor. Das ist doch deine eigene Gedankenstimme, mit der du jetzt sprichst. Darum behaupte ich, ich bin du. Mhm. Ich kann auch in deiner Stimme zu dir sprechen. Das ist, wo ich als Udo jetzt, ich muss wieder raumzeitig mal sagen, ich habe noch nie Stimmen gehört, ich habe noch keine Visionen gehabt. Sobald aber einer da ist, der keine Visionen hat, muss es welche geben, die Visionen haben. Das war jetzt mein Professor Rainer, den ich mir ausdenke. Die Liliane hat extrem viele Visionen. Das ist im Traum zum Beispiel. Und viele jetzt, wo wir Traumbeispiele haben, dass sie aber immer jetzt denken. Sie träumen das jetzt und sie revidieren und denken, dass jetzt heute Nacht habe ich das und das geträumt. Nein, du wiederholst eigentlich nur jetzt etwas. Mhm. Mhm. Du darfst da keinen Unterschied mehr machen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Hell und Dunkel, weil wir wissen, das ist gleichzeitig da. Ja. Wir sind immer in der Mitte. Im Meer ist die Mitte. Genau. Und das chronologische Denken, unbewusst, ich sage immer chronologisch Denken, ist chronisches Denken. Ist eine chronische Krankheit. Mhm. Die erschafft das Weltliche. Ja. Hebräisches Wort für Krankheit heißt auch das Weltliche. Ja. Das ist die Krankheit, ist weltliches Denken und das ist chronologisches Denken. Für eine, die es nicht glauben, ich springe nochmal rein. Dann haben wir zuerst einmal die Grundradix Koll. Mhm. Kollektivlicht, das ist die Lampe im Projektor, in meinem Videobeamer-Beispiel, und dann hast du Kollektionen von Denkmöglichkeiten. Ja. Verschiedene intellektuelle Systeme. Das ist immer profan. Es ist nur profan, es ist das Weltliche und dieses Weltliche, den muss ich jetzt ganz kurz wegmachen, den brauchen wir jetzt nicht. Dieses Weltliche ist letztendlich nur profanes und es ist schön, dass du vor Angst zitterst. Ja. Aber das ist Beben. Mhm. Es ist im Sohn. Mhm. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Wir können jetzt da nur immer eine Waff dazwischen machen, unser Koll. Und dann kriegst du erst einmal den Sand. Das habe ich ja so oft. Sand, Rand, Land. OMD, ich werde auf und abschwingen, ist Raumzeit. Dann hast du ein logisches Lamm. Die Logik ist La, auseinandergeschmissenes MM. Mhm. Das wird 2 MM, 40, 40 ist 80, das ist Wissen. Ja. Ist ein ganz simples System. Ganz simpel, ja, wirklich wahr. 13. Zeichen. Das ist Nim. Liebe. M-I-M. Das ist das hebräische Wort für Wasser. Machen wir das jetzt rot oder machen wir das blau? Dann haben wir Gewässer. Die G-E-Quadrat, das ist ich und du. Und die Wässer sind unsere Gedanken, werden blau gelesen. Mhm. Das habe ich schon gesagt, wenn man jetzt die hebräische Grammatik ausreizt, heißt das, dass da mal ganz normal in jedem Wörterbuch Wasser. So wie es da steht. Nicht mehr und nicht weniger. Und wird natürlich das erwähnen, vielfältiger ausgelegt, das ist jetzt jüdisch, was man noch machen kann, je nach Vokalisation. Wenn ich weiß, dass das M Vorsilbe ist, dann heißt es vom Meer. Vom. Ja. Mhm. Ja?
als Vorsilbe gelesen. Wenn ich weiß, dass das Yom nicht nur mehr heißt, sondern als Suffix auch ein Dual darstellt, denk an Dual, schau das Bild unten an. Ja. Mhm. Zwei Zusammensetzungen. Genau. Mhm. Dann heißt es hier 2M. Ja. Genau. Mhm. Wir waren hier bei Schlamm. Das ist auch beim Damm. Wenn dich daran erinnerst. Mhm. Und jetzt ist es interessant, dass wir da Waff dazwischen machen, das haben wir ja eh. Dann kriegen wir Mom. Das ist jetzt zwei auseinandergespannt, aufgespannte, kreisend aufgespannt. Jetzt kriegst du den Fehler. Der Fehler sind aber Flecken. Mhm. Diese Facettenlichter sitzen immer in Ecken. Und jetzt denk wieder, was ich im letzten Selbstgespräch über den Einheitskreis, über die kybernetische Schleife und dieses unendliche Eck erzählt habe. Dass Punkte immer, wenn wir uns das als Ecken denken, immer aus zwei Seiten bestehen. Das sind die Ecken. Dreieck, Viereck, Achteck, Sechzehneck und so weiter und so weiter. Schau. Und die Quelle für diese Flecken, das ist 466. Mhm. Das ist jetzt die äußere 86. Äußere 86 ist UP. Ja. Blau gelesen. Genau. Mhm. Schauen wir uns den UP mal. Wieso ist eigentlich das Wort für Gott im Hebräischen? UP, Alhim, das ist ja das Gott, das Meer, hat den Wert 86, ist UP. Ja. Ist aufgespanntes Wissen. Das ist der blaue UP. Da kannst du jetzt übrigens sehr vielfältig machen. Du wirst jetzt nämlich Folgendes feststellen, wenn wir jetzt die 6, 8 mal die Quersumme bilden, kriegen wir 14. Mhm. Nach Adam Riese, der große Rechenmeister. Ich bin Adam Ries. Genau. Das führt uns erst einmal zur 14. Ja. Das ist die göttliche Öffnung. Öffnung. Mhm. Ganz interessant, es wird normalerweise als Hand übersetzt. Die Quintessenz, AND wissen heißt, ich werde auf und ab schwingen. Schwingen, aha. Okay, das ist 1,4. 1,4 wiederum ist dann 5, das ist die Quintessenz. Genau. Da steht es schon. Ja. Stimmt oder stimmt? Mhm. Das Ganze passiert im B, Reichet. In einem Spiegel, in dem die große Kollektion aller Spiegelungen drin ist. Mit der Vordersprache kannst du mir folgen. Ohne Problem. Es ist nicht willkürlich. Da nützt ja nichts, wenn man sagt, der biegt sich ja alles so hin, dass es passt. Ich sage, muss man nichts hinbiegen, das ist von vornherein von mir so erschaffen worden. Und dass dieses von mir natürlich jetzt nicht der von dir ausgedachte Brösel Udo ist. Genau. Das ist auch immer mit dem Größenwahn. Dann kann ich immer wieder sagen, ich sage das Einzige, was ich sage, ich bin jetzt nur ein Gedanke, den du dir denkst, nicht unbedingt der schlechteste, den du denken kannst. Als Person kein Unterschied, ob du an mich denkst oder an dich denkst. Zwei verschiedene Brösel, zwei Enosch. Ja. Sterbliche. Aber der, der uns ausdenkt, der ist ewig. Und darum erkläre ich dir jetzt erst einmal, wer du bist. Und da ist immer vom ersten Mal hören, wenn du resonierst, in deinem jetzigen Leben heißt es nicht, dass du Hebräisch lernen musst und das System lernen musst. Man kann das auch erahnen, dass es so ist und zuerst einmal deine Rolle weiterspielen. Du musst nichts verändern, du wirst aber merken, je nachdem, was du zurzeit für eine Rolle spielst, dass du vielleicht in einen Konflikt kommst. Ich erwähne jetzt nochmal meinen Dr. Thomas Karlbach, der dann hier so begeistert den Udo angebetet hat, förmlich und als Arzt, als alter Arzt, der dann versucht hat, in seiner Praxis das Wissen als Heilmittel seinem Patienten zu übergeben, sagt der Udo, es ist vollkommen sinnlos. Die kommen zu mir und die wollen, dass ich die Krankheit wegmache, heimfall die gar nicht wann. Ja. Die wollen ihre Tabletten, die sie einnehmen und dann gesund werden. Das funktioniert so nicht. Die Krankheit ist was Psychisches, der Geist ist, der alles aufbaut. Ja. Deinen Körper und die ganze Welt, das heliozentrische Weltbild, all das wird aufgebaut von deinem Intellekt. Und der Intellekt ist extrem fehlerhaft. Extrem. Ja. Wie ich immer bei aller Bescheidenheit sage und ohne Arroganz, das Wissen deiner jetzigen Menschheit, das du deiner Menschheit zusprichst, ist das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie in Bezug zu dem, was du wissen könntest, was in dir drin ist. Ja. Wenn du neugierig wärst. Ja. Aber du musst neugierig werden auf Sachen, die dich bisher vollkommen teilnahmslos gelassen haben, uninteressant waren für dich. Die waren für dich nicht von Interesse. Das sind genau die Sachen, die dir fehlen zu deiner Vervollkommnung. Ja.
Und ich sage, es beginnt schon bei den Meinungen derer, die in dir auftauchen. Den kann man jetzt dazu schalten. Wahrscheinlich die zwei, lassen wir uns überraschen. Jetzt kommen wir. Hi, ihr zwei. Ich nehme gerade auf. Lassen wir das weiterlaufen. Es ist also definitiv so, dass du hier im tiefsten Innern irgendwann einmal merkst, das ist alles anders. Das ist jetzt, ob das das Leben der Diana ist, das man durchlebt, oder das Leben vom Redo ist, die alle Sucker waren. Und irgendwie merken, das Holo-Feeling ist komplett anders. Aber das ist ein Weg, den muss man ganz allein gehen. Ja, ja. Und dann schleicht sich immer wieder von hinten diese Einseitigkeit rein. Dieses Sympathisieren, diese wirklich einfachen Sätze, mach dir bewusst, wenn du innerlich, wenn irgendwelche Aussagen kommen und du findest die richtig. Selbst wenn ich jetzt vor Holo-Feeling rede, wenn du die jetzt nur richtig empfindest, hast du schon wieder ein Problem. Dann kannst du sagen, das ist vollkommen widerspruchslos. Ja. Man hört auf zu diskutieren. Ja. Der Kampf um meinen Standpunkt. Das Heilige kannst du nicht entheiligen. Was du aber ständig machst, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was das Wort Küche bedeutet. Küche kannst du nicht sehen, das sind so simple Beispiele. Wenn du was siehst und du sagst, das ist meine Küche, dieses Bild, wo du jetzt siehst, ist nicht die Küche. Das ist ein Herd oder Kühlschrank. Die Küche, du kannst wissen, was die Küche ist und du kannst wissen, was du selbst bist. Und dich jetzt zu einem Trockennasenaffen zu machen, zu dem, der jetzt vom Fernseher, vom Monitor sitzt, und dann wirst du feststellen, ja, wie alt ist der jetzt eigentlich? Was für ein Körper ist das? 30-Jähriger, 40-Jähriger, 70-Jähriger? Das bist du nicht. Das ist einer von vielen Körpern, wo du sagst, die war ich oder die werde ich noch werden. Aber das sind doch alles nur Gedanken, die du jetzt denkst. Das ist so schwer zu verstehen. Wie hartnäckig ist dieses materialistische Denken in einem selbst? Das holt dann immer wieder ein. Ich habe gerade am Anfang, ich zeige dir von dem Schränk mit dem Trump. Ich sage, du kannst dir Seiten rausholen, wo der Trump super gut wegkommt. Und dass er eigentlich der Heilige ist, diese Spiegelung. Dass ich immer sage, dieses Verrückte, dieser vier Seiten, dieser acht Seiten. Ja. Ihr könnt es ja dann, wenn das Ohren hört, ihr, jetzt rede ich wieder normal, es hört immer bloß ein Ohren. Und darum ist es, ich weiß zum Beispiel, dass die Fortgeschrittenen in Holo-Feeling sich jedes dieser Selbstgespräche seit fünf, fünf Jahren zwei, dreimal anhören. Stimmt oder stimmt, Helene? Mindestens. Stimmt oder stimmt, ja. Und immer wieder merkt man eine Facette, wie arrogant ist einer, der sagt, der erzählt ja schon wieder dasselbe. Und ich weise auch sogar darauf hin, wenn jetzt das in deinem Traum auftaucht und du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst, wirst du merken, dass in dem Moment, wo du sagst, da ist irgendetwas, was ich noch nicht verstanden habe, hörst dir nochmal an und hörst dir nochmal an. Ja. Und dann wird es plötzlich heute kann machen in dir und dann wirst du sagen, dann wird es nochmal in dir auftauchen. Vielleicht dann 10 Jahre später, stimmt, Diana? Und dann schaust du es nochmal an. Ich schmunzle immer bei der Diana, die hat jetzt, wenn ich jetzt das Zeitfenster der letzten 10, 15 Jahre aufspanne und wir skypen miteinander, ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich bewusst, dass die immer Phasen hatte, wo gewisse Schriften war eine Zeit lang ihre totale Lieblinge. Ich weiß noch, wie du in der Kabbala des Jahwe drin warst, wo du sagst, das ist so irre, dann bist du plötzlich mit in einer anderen Schrift drin, wenn man reinschaut und irgendwann wird es so unendlich klar, wie tief das Ganze ist. Und dann kommen wieder irgendwelche Klugschwätze mit Sektenwahn, mit ihrem Christus, der sie heimholt und lauter so Zeug. Um sich einmal bewusst zu machen, dieses Christentum, wie unendlich viel Leid es über Menschen gebracht hat, bis zum heutigen Tag, die ganzen muslimischen Sekten, wie viel Leid über die Menschen bringen. Sich doch schnell dazuschalten, das ist wurscht. Alter, einer der allerersten und am wenigsten, einer der ersten, wo ich sage, mein Moody und am wenigsten verstanden. Moody, ich nehme gerade auf, hör einfach zu. Okay. Mein Freimaurer. Im Rat von Thomas habe ich was erzählt. Ich bin ausgetreten, hör auf. Ehrlich? Ja, ich habe hab gekündigt nach 40 Jahren. Vor 22 Jahren, sage ich, mit dem Thomas Kalbach, wo ich gerade erwähnt habe, der war ja Meister des Stuhls sogar, Freimaurer, wo ich sage, meine Buben machen eine Sekte auf, eine neue, eine Gruppe. Die Freimaurerei sind nur aufgeblasene Esoteriker, die von dem, was sie eigentlich lernen, überhaupt nichts verstanden haben. Es ist alles nur ein Ego-Trip. Das Gutmenschentum. Und ich sage, wenn dir diese Verlogenheit einer Welt bewusst wird, die du dir ausdenkst,
Immer dran denken, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich mache mal ein Musterbeispiel, wie geistlos Menschen, selbst wenn ich dann sage, immer mit Tests, Stiftung Warentest, mir fällt zur Zeit, ich rede jetzt als Udo, bloß, dass wir wieder Schnickschnack-Geschichten erzählen, Zahnzusatzversicherung. Was nahm er, glaube ich, AXA. Ich merke mal, das wird zurzeit so massiv in meiner Traumwelt. Ich sage jetzt gezielt in der Udo-Traumwelt. Du kannst da mal schauen, wenn du jetzt den Fokus hast. Vielleicht war das bei dir überhaupt nicht. War jetzt die letzten Wochen ganz massiv Werbung von einigen Firmen und zurzeit ist es speziell, glaube ich, AXA, eine Zahnzusatzversicherung. Seit 14 Tagen läuft es bei mir in einer Dauerschleife, egal in welches Programm ich fast mindestens ein, zwei Mal sehe ich diese Werbung, weil ich im Fokus drauf habe. Selbst erfüllende Prophezeiung. Und jetzt lasst euch auf der Zunge zergehen. Ich mache, das ist jetzt nur ein Exempel, ein Musterbeispiel, das gilt für tausend andere Sachen auch. Ich brauche, welche Versicherungen du brauchst. Du brauchst Gott im Hintergrund, du brauchst Selbstbewusstsein. Das ist die größte Versicherung, die es gibt. Genau. Aber jetzt pass auf. Wir übernehmen ihre ganzen Arztkosten, auch wenn sie schon in Behandlung sind. Zusätzlich Zahnreinigung bis 200 Euro im Jahr, wenn auch übernommen. Ab 17 Euro im Monat. Sternchen. Und Testsieger der Stiftung Warentest. Jetzt solltest du wissen, dass es in deiner Welt bloß um Geld verdienen geht. Und jede Versicherungsgesellschaft, wo Millionen Gehälter für ihre Vorstände auszahlt, will Gewinn machen. Diese Werbung, ganz grob über den Daumen, nur dieser Werbespot, jetzt normal, chronologisch, logische Hirnwichserei, die ich mir jetzt ausdenke, ganz, ganz bewusst, ist weit, ganz vorsichtig geschätzt, weit, weit über eine Million, mehrere Millionen haben die für Werbung ausgegeben. Weil du kannst nachschauen, wie viel ein Werbespot von 30 Sekunden zu der und der Zeit kostet. Da bist du gleich bei 70.000, 80.000 Euro in den öffentlich-rechtlichen, in den Medien zur besten Zeit. Und ich habe den, ich weiß nicht, wie oft gesehen. Ich mache jetzt ganz bewusst ein Gedankenspiel, eine Hirnwichserei innerhalb dieser Logik. Was sind es eigentlich für gute Menschen um ihn herum, die hier Millionen ausgeben, dass du einen Vertrag abschließt, dass sie deine ganzen Zahnarztkosten, selbst wenn du in Behandlung bist, zahlen zu dürfen und sogar noch 200 für 200 Euro im Jahr deine Zahnreinigungskosten übernehmen, ab 17,50 Euro. Rechne das einmal hoch. Und dann wollen die natürlich, die machen das ja, um Geld zu verdienen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt frage ich dich, was ist das für eine Stiftung Warentest? Die sagt, das ist gut. Ja, weil sie auch Geld gekriegt haben. Das ist ein Kettenbriefsystem im Hintergrund, wo du merkst, du denkst nicht konsequent bis zu Ende. Und jetzt ist es alles, was angeblich gut ist. Von der Pharmaindustrie will ich jetzt gar nicht reden. Es geht, alles, was gemacht wird in deiner Welt, wird gemacht, um Geld zu verdienen. Egal, wer es macht. Ob das Ärzte sind, ob das die Pharmaindustrie ist. Die Seele im Hintergrund, der Geist, der du bist, von dem wissen die ja nichts. Nicht einmal du musst der Erste sein, der weiß, was er ist. Und dann stehst du plötzlich vor all den Dingen. Du bist doch der, der sich jetzt das ausdenkt, aufgrund dieser Worte übrigens, wenn du nur die Worte jetzt zu Bildern machst, was ich am Anfang des Gesprächs erzählt habe. Ob du jetzt Schriftzeichen siehst oder ob du Geräusche hörst. Ja. Und dann wird irgendwann einmal die Tiefe der ersten zwei Seiten bewusst. Mein Klingelingeling-Beispiel, wo ich immer wieder anspreche, wo ich auch ganz darauf hinweise, es sind zwei Möglichkeiten zu denken. Wären jetzt auch zwei Denksysteme. Das klassisch normale, bisher von dir unbewusst getätigte chronologische Denken, der Zwang, dass jedes Bild, das in dir auftaucht, wenn du in dich reinschaust, in deinem tiefsten Glauben immer noch die Ursache von irgendwas da außen Vorhergehendes hat. Und jetzt die Bewusstheit im Hier und Jetzt, das ist das wirkliche Denken im Hier und Jetzt, das mir bewusst wird, ich höre ein Geräusch und ich denke an eine Kolbenglocke. Ich höre ein Geräusch und ich denke an ein Telefon. Ich höre ein Geräusch und ich denke an einen Vogel. Mhm. Dann habe ich hier ein Video laufen wieder von den vielen Menschenberatern. Gibt es ja so viele, die du natürlich bezahlen musst, egal welche Themen die haben. Ich habe da nur kurz reingeklickt, weil der Typ hat interessant ausgeschaut. Und dann das Erste, wo ich reinklicke beim Video steht, im Anfang sind zuerst einmal die Gedanken und die Gedanken werden zu Worte. Dann habe ich schon wieder weggemacht. Ich sage nicht, im Anfang sind die Gedanken, die zu Worten werden, sondern im Anfang ist das Wort, das zu Gedanken wird. Ja. Und bei Holofeeling ist auch bei dem Klingeling-Beispiel, dass du einfach schaust, wie sich die Bilder in dir wechseln. Du hast einen Reizauslöser, das kann ein Gefühl sein, ich wiederhole wieder, zum Beispiel nur das Gefühl von einem Hunger.
Da muss ja einer da sein, der dieses Gefühl erlebt. Das bist du. Es ist nicht dein Gehirn. Dein Gehirn weiß nichts von einem Hunger. Das existiert übrigens erst, wenn du dran denkst. Und dieser Reizauslöser wird deine Gedanken aufgrund deines Reaktionssystems, deiner Reaktion wird verändern und du wirst dir denken, ich habe einen Hunger. Aber da ja Reizauslöser und Aktion zwei Seiten hat, beides ist, diese Reaktion ist im selben Moment schon wieder ein Reizauslöser für den nächsten logischen Gedanken, ich muss mal Brot machen. Als Solo-Feeling lächelnd würde ich sagen, du kannst dir kein Brot machen, du bist B-Rot. Du bist im Adam. Du bist der Rote, der Nicht-Denkbare. So, hörst du mich jetzt? Oder? Ja, selbstverständlich höre ich dich. Siehst du mich auch? Dann? Ich sehe dich auch. Ich sehe dich immer. Ich höre dich immer. Weil du gerade von Werbung bist, hörst du dich auch immer. Habe ich wunderbare Werbung gesehen. Wir sollen spenden für die Indianer in Amerika. Die Rothäute. Ja, da sollst du für spenden, haben sie einen Aufruf gemacht. Richtig in der Werbung. Ist übrigens eine ganz interessante Sache mit den Indianern. Die Rothaut haben ja Haut, heißt ja die wahrgenommenen Zeichen. Und die sind im Roten. Da müssen wir nicht reden. Knut, wenn man ganz bewusst die Beispiele, du hast so einen unendlichen Spaß in dem Chaos deiner medial ausgedachten Welt, was in dir passiert, wenn du geistreich schaust, wirst du feststellen, es ist kein Gruselfilm und auch keine Komödie, sondern beides gleichzeitig. Gleichzeitig. Es ist so gruselig, dass es schon wieder lustig ist. Jetzt fällt mir ganz spontan wieder Schlefferts ein. Ja. Ich weiß es noch, Toni und Helene sind bei mir und ich sage halt, ankommt der Schlesserz. Und die Helene, ganz erste Reaktion, so einen Scheiß schaue ich mir nicht an. Und dann habe ich gesagt, du hast schon wieder Feindbild, Helene. Und dann schaue mir den Schlefferz an. Ich habe sie dann zwangsvergewaltigt, sich das anschauen zu müssen. Und die hat so lachen müssen, da sind die Tränen runtergekommen im Angesicht dieses Schwachsinns. Und du wirst irgendwann merken, dir geht es genauso, wenn du dir Vorlesungen anhörst, wenn du mal wirklich weißt, was die Wirklichkeit ist und wie das funktioniert. Wenn du dir wissenschaftliche Vorlesungen anhörst oder Nachrichten anhörst, dieses dumm Geschwätz, jeder äfft jeden nach, das gilt auch für die Politiker. Yeah. Das ist ein zwischen den Stühlen sitzen. Auf der anderen Seite, wann sie gewählt werden. Du wirst dich wundern, die Ersten, wenn irgendwas umkippt, sind die schwenken sofort wieder ein. Ja. Und ich sage, es ist so ein leichtes, wenn du in deinen geistigen Archiven jetzt in deiner persönlichen Traumwelt zurückblätterst. Nur die letzten paar Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland. Die lügen, dass es bloß noch so kracht, es wird weggewischt, man bemüht sich. Ich sage immer wieder, was erwartet ihr eigentlich? Du hast deine eigene Welt. Ich wiederhole das nicht nochmal vorne, was ich vorne weggelesen habe mit der Marin, im Krankenhaus ist nichts los. Ob in deinen Krankenhäusern was los ist, wenn du das überprüfst, auf die Veröffentlichung holst, siehst du bloß, was du im tiefsten Innern glaubst. Ja. Du musst akzeptieren, dass du jetzt träumst und dein tiefster innerer Glaube verantwortlich ist für die Bilder, für die Welt, die du dir ausdenkst. Und du darfst in keinster Weise vergessen, das erste und das zweite Gebot. Was bist du selbst? Du bist etwas, wo du dir kein Bild davon machen sollst. Du bist ein Gotteskind. Du ist jetzt der mich sprechen hört und nicht der, den du dir ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist ein sterbliches Säugetier. Warum hat ja auch mein Dennis, der Leiter der Rettungswache in Würzburg ist, hat natürlich einen anderen Film, der sieht das anders. Der hat natürlich einen Haufen Corona-Leute hin und her zu fahren. Ne? Das ist immer, ich erzähle das nicht, wenn du das Video dann ganz anhörst, bin ich da ziemlich genau drauf eingegangen mit der Marion, mit Weißenburger Krankenhaus, ob was los ist oder nicht los ist. Das ist die Frage, ob du jetzt, welche Aussage jetzt, in dem Fall wäre das die Aussage vom Udo, ich muss doch noch mal ganz kurz reinschieben, dass ich gesagt habe, meine Marion sagt, da ist nichts los. Für mich ist das nur, als Udo was von Hören gesagt ist. Ja, ich glaube jetzt meiner Frau und nichts los, sage ich, die haben auch ein paar Corona-Fälle, aber nicht die Massentoten oder was. Es ist, früher hat man gesagt, das sind welche mit Grippe. Und ich kann auch in meiner Welt, wenn ich das immer wieder wiederholen tue, wenn die Todeszahlen bringen, es ist, wir haben nach offiziellen, also in meiner Welt, Bundesamt für Statistik, geh rein, es ist kein Unterschied zu 2019, 2018, bis 2016 habe ich verglichen, plus minus eine normale Fluktuation von Sterbenden. Genau. Die Zahl, die bei mir auftaucht, wenn ich im Bundesamt für Statistik nachschaue, in meiner Welt, gut, da hängt im Hintergrund mein Glaube.
Dann habe ich, ganz interessant, Weißenburger Tagblatt, unsere Tageszeitung. Es sind ja immer nur Fetzen Papier mit Papier. Die haben jetzt in den Weißenburger Archiven nachgeschaut, was es hier schon Pandemien in Weißenburg gegeben hat, die letzten Jahrhunderte. Und ich mache mich jetzt nicht fest auf die Zahlen plus minus 100. Eine Pandemie war im 14. Jahrhundert. Das war die Pest. Da sind hier 2000 und etwas Menschen gestorben. Dann war die nächste Pandemie im 17. Jahrhundert. Da sind 1000 und etwas Menschen waren es 1300 und 2000 etwas waren es im 17. Jahrhundert. Seid ihr noch dran? Ja. Jetzt ist er wieder eingefroren. Hey, wir sehen dich. Hör dich gut. Hörst du mich gut? Wie sieht es bei euch aus? Ganz fantastisch. Perfekt. Ich höre dich. Du hörst mich gut? Ja. Guido? Auch. Irgendwie hängt es bei mir. Na, passt. Ihr hört mich, dann mache ich ganz kurz weiter. Also im 17. Jahrhundert sind es auch 2000, im 13. 1000, im 17. Man muss aber wissen, da waren 2000 Tote innerhalb von 3 Monaten und da hat Weißenburg nur 3000 Einwohner gehabt. Genau. Das heißt, da hat es praktisch 2/3 der Bevölkerung weggerissen, angeblich. Angeblich. Das ist jetzt eine Vergangenheit, die ich mir mache aufgrund eines Zeitungsberichts. Genau. Es ist, im Anfang war das Wort. Ja. Egal, was du lesen tust, das ist die erste große Erkenntnis, dass du ständig irgendwas jetzt, eine Schrift taucht jetzt in dir auf und es liest und du machst Vorstellungen draus. Die machst du jetzt. Das ist das ganz Simple, das ist das Einzige, was du akzeptieren musst. Das ist es. Ja. Ja, aber es kommt mir so vor, als ob im Moment in dieser Zeit, was da draußen so abläuft, dass ich immer denke, na, hat mein Udo schon das sechste... Also mal, gut ist ganz schlecht, die Verbindung ist ganz schlecht. Ich glaube, wir müssen aufhören. Okay. Das heißt, Redo, bist du noch dran? Ja. Ja, bei mir ist da los, die Verbindung. Ja, dich sehr gut. Also, sehr gut. Ja, wir müssen eigentlich aber gewechselt drin. Ich weiß, wir schauen nochmal, wie ihr das aufnimmt. Ja, genau. Vielleicht fängt er sich wieder. Aber das ist eigentlich das Spiel, das ist das Einzige, um was es geht. Ja. Wenn es jetzt abreißt, hängt es vielleicht an dir als Ausdenker, wenn es schlecht sein sollte, wenn du es nicht hörst. Nein. Und dann machst du Gedanken drüber. Das ist, dann ist deine Verbindung zum tiefsten Inneren noch sehr stark gestört. Also Helene, deine ist offensichtlich überhaupt nicht gestört. Nein, überhaupt nicht. Klar. Es ist auch wieder schöne Symbolik. Die Welt spricht zu dir in jedem Moment, weil letzten Endes sich wieder ausdenken, dass du ein Gespräch war. Nein, es sind jetzt ständig wechselnde Informationen in dir selbst. Ja, genau. Das ist das, was es. Das ist es. Okay, ich glaube, wir brechen das jetzt einmal ab, weil... Wollte nur kurz noch auf das heutige Datum hinweisen. 11.01. Das ist es, nichts ist der eine. Genau. Ja. So schaut's aus. Wir rufen uns wieder zusammen. Lassen wir es gut sein, es ist lang genug. Wir sind wieder ein bisschen über 1,26. Die magische Zahl. Danke für dieses Geschenk. Ich wünsche euch noch was. Ja, Spaß. Ciao, Udo. Danke. Baba.